So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Mittlerweile Part 10. Das lief gut. Es war relativ simpel, sich ein paar von den Dingern anzueignen, weil der nächste Händler hatte die einfach verkauft. Dementsprechend lief das eigentlich ganz entspannt ab. Jo, gut. Habe ich Metallscherben? Ja. Muss ein bisschen sparsam mit meinen Sachen umgehen. Weil ich nicht so viel Metallscherben aktuell habe, dementsprechend. Tut mir leid. Aber ich brauche halt Tiersachen. Ob ich nun will oder nicht. Die muss ich leider erstmal bis zu einem gewissen Grad sammeln. Bis ich meine Upgrades alle habe. Dementsprechend nehme ich mal das ein oder andere mit. So, das lief doch schon mal ganz gut. Ist hier noch irgendwelche Tiere oder so? Nee, ne? Okay. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Reinholz müsste ich eigentlich genug haben. Ja, okay. So, Schnellreisen. Zwischen Lagerfeuer, die du entdeckt hast, kannst du schnellreisen. Ah, okay, 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 okay. Verstehe, verstehe. Gut, das haben sie geändert. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt von Lagerfeuer zu Lagerfeuer eine Munition, die Löschwasserschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Okay. Hier kann ich schnell rein, also kostenlos schnell rein. Okay, das ist super. Das ist schon mal nicht unpraktisch. Die Frage ist jetzt nur, wo will ich als nächstes hin? Kirovs Beutezug unternehmen. Ich denke mal, das sollte ich mal probieren. Einfach mal gucken, was da so abgeht. Jetzt auch der letzte Part, den ich jetzt heute noch aufnehme. Es ist nämlich immer noch morgens. Ja, keine Ahnung, was mit mir los war. Ich war heute so gegen 4 Uhr einfach wach. Schlafrhythmus ist im Arsch. Und wenn man dann arbeiten muss, dann... Ja, ist das halt alles ein bisschen... interessanter. Normale Jägerpfeile. Ja, okay. So, Fuchshaut. Es wird aber nicht angezeigt, wenn die jetzt... grün oder rot? Rote Sachen droppen, ne? Das gebe ich später einem Koch. Ja, das ist schön. Will ich mich jetzt nicht unbedingt reinwagen. Östliche Bestie-Rippe, okay. Ja, das wird dem einen oder anderen nicht gefallen, dass ich hier anfange, Tiere zu jagen, aber... Das müssen die Plünderer aus Fahrlicht sein. Da scheint irgendwas vorzugehen. Blättervolk. Du schaffst das. Kerov, komm schon. Du kennst mich. Habe ich dir je weniger als Perfektion angeboten? Was kann ich denn für euch tun oder gegen euch? Wenn das nicht die Retterin von Meridian ist. Immer. Und meiner Unternehmungen. Larent, sag hallo. Hallo, schön dich zu... Ja, wenn sie nicht gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier stehen. Ah, scheußliche Sache, was die Tenakt mit der Gesandtschaft gemacht haben. Aber alle im Fahrlicht sind dankbar, dass du sie verjagt hast. Das ist also deine Bergungsoperation. Bessere Bauteile findest du nirgendwo im Westen. Möglich. Und bald werden wir noch mehr zu bieten haben. Der Westen war viel zu lange, naja, verboten. Gefährlich.
Aber wenn wir eine Rüstung bauen könnten, so stark und auch so sicher, dass dir hier draußen wirklich nichts mehr gefährlich werden könnte. Die würde ich dann zu gern mal sehen. Na, selbstverständlich. Und deshalb habe ich meine talentiertesten Plünderer gebeten, genau diese Rüstung zu bauen. Jeder wird sein Werkstück vorstellen. Die beste Rüstung geht in den Verkauf. Für Jäger wie dich. Glückspilz. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe etwas in Kettenkratz zu erledigen. Larend kümmert sich währenddessen um dich. Ich bin so gespannt, was du mir präsentieren wirst. Es wird toll. Es wird die anderen aus der Schmiede blasen. Na dann. Du musst mir helfen. Das war mir so klar. Wovon redest du? Die Rüstung. Ich habe schon ein Dutzend Versionen gebaut, aber keine ist gut genug. Und es gibt andere Trupps, weiter westlich. Wenn die eine bessere Rüstung hinkriegen, dann kann ich diese Scherben vergessen. Du kriegst einen Preis, wenn Kerov deine Rüstung auswählt? Einen großen. Und ich habe das perfekte Design. Ich brauche nur die Bauteile. Und das schnell. Was also, brauchst du denn? Vielleicht könnten wir einen Vertrag abschließen und du besorgst sie mir? Was für Teile brauchst du denn? Panzerwandererbehälter. Ihre Panzerung ist äußerst widerstandsfähig. Das gibt die perfekte Rüstung. Das weiß ich. Ich glaube, das kriege ich hin. Ah, dank der Schmiede. Hier in der Nähe ist eine Herde. Oh ja, darauf habe ich Bock. Hier ist der Vertrag. Ich sage dir alles, was du wissen musst. Du erledigst die Maschinen. Und meine Leute holen die Behälter. Ich sehe mir das später an. Danke. Aloy, ich will zwar jetzt nichts sagen, aber das machen wir jetzt. Erfülle Lavans Verträge, begib dich zum Durchgang. Das ist Vertrag angegeben. Ja, ist okay, mach ich auf jeden Fall. Das sieht nach einem Wirbelsturm aus. Ich sollte erst den Vertrag lesen, bevor ich auf die Jagd gehe. Ja, ist auch gut. Warte mal, ist der im Notizbuch? Oder ist der... Ist der im Inventar? Na. Warum sind die markiert? So, wo haben wir es denn? Biografien? Nee, ist das die Petra? Ja, die super. Ja, Maschinen, Sammelobjekte. Unbekannt, Bauverträge. Folgende Vertrag ausgewählt. Ja, Kerov Bauteile KG verpflichtet hiermit dem Empfänger Jägerin zur Erbringung folgender Dienstleistung. Jägerin wird den Panzerwanderer von angegebenen Maschinen eliminieren, um den Plünderern Zugriff auf Panzerwandererkisten zu verschaffen. Jegliche andere Bauteile darf die Jägerin als Lohn für die geleisteten Dienste behalten. Am markierten Weg wurden Fallen bereitgestellt. Außerdem befindet sich dort ein Lager, das regelmäßig von Maschinen aufgesucht wird. Jägerin versteht, dass die Annahme des Vertrags inhärente Risiken beinhaltet. Einschließlich körperlich und oder physischer Verletzung, Schmerzen, Leiden etc. bis Lähmung und oder Tod. Also bitte stirb nicht, braucht die Teile wirklich dringend. Okay. Wollen wir dem... Oh, da ist irgendein... Ist das ein Gebiet? Unbekanntes Himmelsgleiterareal. Ach so, okay. Himmelsgleiterareal. Viele alte Wracks hier. Muss eine große Schlacht gewesen sein. Die Alten haben alles gegeben, um den Pharaoh-Schwarm abzubremsen. Zero Dawn Zeit zu verschaffen. Wir müssen helfen. Rebellensoldat. Sind die jetzt böse oder nicht? Ich will nicht einfach irgendwelche Leute angreifen. Ruhe.
Das soll jetzt nichts sagen, aber irgendwie war ich jetzt nicht so ganz begeistert von der Idee, einfach alles anzugreifen. Nochmal Glück gehabt. Hallo, Flammenhaar. Komm her, ich möchte mich bedanken. Wenn das nicht die Heldin des Tages ist. Wie gut, dass du vorbeigekommen bist. Naja, viel habe ich nicht gemacht. Seid ihr Stöberer? Wir arbeiten schon länger im Niemandsland. Ich wollte eigentlich wieder in Fahrlicht sein, wenn sie die Tore öffnen. Du weißt schon, nach dieser Gesandtschaft. Ja, aber... Aber da wir gerade fast Hackfleisch geworden wären, lief es da wohl nicht so gut. Das könnte man so sagen. Das Niemandsland war ja noch nie wirklich sicher. Aber ein Tenakt-Angriff auf neutralem Gebiet hätte ich nicht erwartet. Und sie reiten jetzt Maschinen. Schlimm, ne? Wenn ihr nach Fahrlicht wolltet, was hielt euch hier auf? Wir sind auf ein paar Ruinen gestoßen. Dachte, wir sehen mal nach, was da drin ist. Aber alles voller seltsamer roter Kristalle. Da kommt man nicht durch. Also schlugen wir hier ein Lager auf. Aber morgen früh brechen wir sofort nach Fahrlicht auf. Ich sollte wohl unsere Leute in Zackentiefe über das hier informieren. Zackentiefe? Eine Ausgrabungsstätte beim großen See im Süden. Mit viel Schott aus der alten Welt. Nicht zu verfehlen. Das war mein Stichwort. Hier. Danke für die Unterstützung. Vielleicht hilfst du mir ja irgendwann nochmal aus der Klemme. Das kriegen wir hin. Hoffentlich nicht. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, Mädchen. So, Jawoll. Eine Herde Plünderer ist immer gut, um Teile zu erbeuten. Das stimmt. Die Frage ist nur, kriege ich die denn down? Ich hab dir doch voll ins Auge geschossen. Was? Hat das so viel Damage gemacht? Oh nein. Scheiße. Okay, das lief nicht so gut. Oh, diese Ladebildschirme sind... Ja, ich bin nur noch gar nicht so... Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich das da unten regeln kann. Hm. Habe ich jetzt mit der Dame schon gesprochen oder nicht? Bin mir da nicht so ganz sicher. Aber hier gab es wohl ordentlich Stunk. Warte mal. Ganz ruhig, das kriegen wir hin. Wo bin ich denn eben lang gelaufen? Auch einfach hier lang, ne? Der scannt, dieser Lümmel. Steht schon ein paar Tage hier, ne? Nehme ich an. Sag mal, wo ist die Tussi denn jetzt von eben hin? Ich bin doch einfach nur ganz normal diesen Typen da entlang gelaufen. Bin ich denn bekloppt? Ne, hier bin ich lang gegangen. Sorry, Fuchs. Eine Ruine der alten Welt. Was wohl im Inneren ist. So, warte mal, mit dir habe ich doch schon gesprochen.
Wenn das nicht die Heldin des Tages. Seid ihr Stöberer? Wir arbeiten schon. Ich wollte, du weißt, aber da wären... Das könnte man. Das nie. Aber eins. Und sie reiten jetzt. Wenn ihr nach... Wir sind auf ein paar Ruinen gestoßen. Dachte, aber alles voller seltsamer roter Christ. Da kommt man. Aber morgen. Ich soll... Zackentiefe? Eine Ausgabe. Das war mein... Hoffentlich. Gut. Hier ist eine Ruine. Die würde ich mir gerne mal angucken. Mal sehen, was wir hier finden können. Ich sollte das wohl erstmal in Ruhe lassen. Was? Hybridisierte Kristall- und Pilzwurm unbekannter Herkunft. Nicht stoßempfindlich. Zum Beseitigen Spezialausrüstung erforderlich. Lass mich raten, ich muss hier später nochmal hin. Immerhin. Grünglanz findet man nicht allzu oft. So. Gut, da hätte ich auch von außen durchgehen können. Sieht aber für mich so aus, als wäre hier eigentlich alles... Red to go, würde man bei Chanté jetzt sagen. Diese Kiste könnte nützlich sein. Die Frage ist jetzt nicht, dass sie nützlich sein könnte, sondern wo. Aber jetzt sehe ich's. Okay. Dann stelle ich die mal dahin. Und ich hält das. Ich will aber mal vorher gucken, ob hier noch irgendwas... Nee, gibt's nicht. Okay, 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 okay. So, was gibt's hier? An der Wand wachsen rote Kristalle. Ich glaube, da kann ich im Moment nichts machen. Ja, ja. Das machen wir dann später. Wenn ich dran denke. Das ist ja auch immer wieder so ein Hin und Her bei Backtracking. Tja, solange ich nicht an den roten Kristallen vorbeikomme, kann ich nicht viel tun. Was haben wir denn schon wieder als Notizpunkt? Das würde ich mir gerne mal sehen. Eine mit Kohlenstoff beflickte Aufzeichnung grober Handschrift. Vollständig ausgeliefert von Händler Ragur, wie per Spucke besiegelt. Es wird immer schwieriger, dein Zeug unbemerkt auszuliefern, Ulwund. Ich bin auf die Karcher-Patrouille getroffen und habe eine Stunde mit einem Umweg zur nördlichen Mine verwendet, um sie abzuschütteln. Javad mag ein Trottel sein, aber bis du die Unterschrift unter der Konfession hast, kann er meine Geschäfte immer noch stilllegen. Wenn du weiter sinnlos in der Mine herumspringen willst, gerne, aber meine Preise sind gerade gestiegen. Ragur, aha. Interessant. Genug gestöbert. Wir haben die Teile zu Geld gemacht. Ich habe durch einen Verkauf mehr verdient als durch die letzten vier Stöberungsstellen zusammen. Die Maschinen nehmen kein Ende. Für jede, die wir zu Schrott machen, kommt sofort eine neue nach. Wir würden uns keine Sorgen machen, dass die Beute knapp wird. Um den Feuer der Schmiede sei Dank dafür. Ich werde allmählich zu alt zum Stöbern. Das Klettern, das Kriechen, das Aufstemmen, selbst mit Knieschützern, die ich erfunden habe. Das alles macht ist okay. Das Blättervolk. Das ist jetzt nicht so tragisch, Entschuldigung. Meine Augenbrauen. Beschwerdeformular mit Asche befleckt von wütenden Glyphen. Okay. Das ist Knallsprenger, glaube ich. Sprengknaller ist das wichtig. Ich habe ihn vor 3 Tagen gekauft. Ich weiß, dass ihr euch daran erinnert. Das habe ich doch gerade erzählt. Ich wollte meinen Kollegen vor der Wache diesen nutzlosen Hammer vorführen und habe damit einen Stein geschlagen. Und statt den Spein wegzuknallen, hat er in meine Richtung geknallt. Jetzt habe ich keine Augenbrauen mehr. Okay, los. Ist okay.
Mein Vater war bei der JFTC und hat immer erzählt, dass Notrationen ausnahmslos nach Säge, Späten oder Spucke schmecken. Aber selbst er musste nie diese, was, dehydrierten, nicht identifizierten Vitomatsch essen. Ah, nee, es ist, keine Ahnung, es ist schwierig. Ich gehe erstmal weiter. Ja. Ist besser. Überall diese Verderber. Während das noch einigermaßen krasse Maschinen waren, sind das scheinbar jetzt nur noch Ruinen ihrer selbst. Eine Herde Plünderer ist immer gut gekleidet, der Wolken. Warum hast du mich gesehen? Ich will es ja nicht sagen, aber warum kriege ich so viel Schaden? Ja, ich weiß, dass ich über ungenutzte Spulen verfüge. Das bringt mir halt nur nichts, wenn ich die Dinger nicht brauche. Schalte Gewebeplatz frei. Ja, habe ich doch so. Das ist so. Das bringt mir alles nichts, wenn ich damit halt nicht arbeiten kann. Das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man alles in irgendeiner Werkbank machen muss. Meine Yellow ist eine Überlebende. Ich sollte das durchaus wie im ersten Teil so machen können. Ich habe doch irgendwas markiert. Im Inventar. Das hier. Aber warum? Aber warum? Sieht schon ziemlich geil aus. Entschuldige, Ziege, aber ich brauch dich. Glaube ich. Ich habe das bei Rollenspielen nie verstanden. Du brauchst ein Ziegenfell, erlegst eine Ziege und kriegst kein Fell raus. Wie funktioniert das? Ich meine, es ist, kann mir schon verstehen, warum sie es gemacht haben, aber es ist halt genauso unlogisch. Das habe ich bei Gothic 2 gemocht. Gothic 2, die Nacht des Raben, ist auch ein sehr cooles, ein sehr altes Spiel. Also wenn ihr das noch irgendwie zum Laufen kriegt, erstens Respekt, zweitens durchaus lohnenswert, dass du halt je nachdem, was du halt gelernt hast, dass es da halt immer rausgekommen ist. Das war schon mal ganz cool. Unbekannte Siedlung. Gucke ich mir die Siedlung erstmal an, weil so wie es hier aussieht, muss das keine. Hallo, ich will nach oben! Das ist wieder wie so ein Banditenlager. Eine Maschine? Was macht der in einem Außenposten? Komm schon, das kann es nicht gewesen sein. Oder doch? Du solltest vielleicht um die Felder herumgehen. Kehr um, Fremde. Steinhall ist nur für Utaru. Da komme ich wohl nicht rein. Okay. Wahrscheinlich komme ich da später rein. Na gut, das kriegen wir hin. Wahrscheinlich werden wir bestimmt irgendwie eine von denen irgendwann. Wäre ja nicht das erste Mal. Durchgang sein, der in Larens Vertrag steht. Will zwar jetzt nichts sagen, aber das sieht für mich eher so aus, als käme ich da nicht rein. Panzerwanderer benutzen oft diesen Durchgang. Und Laren will ihre Panzerung. Sollte ich erst ein paar Pfeilen auf den Weg stellen, um die Herde zu überrumpeln. Oh, ja. Nicht übertreiben.
Autsch. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass mich das selbst noch mitnimmt. Ich sollte mich ausruhen. Auf die Herde warten. Ruhe dich im Lager aus. In welchem Lager? Ah, okay. Na gut. Dann will ich mal. Ah, hier gibt's ein Lager. Cool. Ist okay, ich nehme. Boah. Der Konvoi. Er ist hier. Super. Konvoi ist hier. Ja, wo ist der denn? Entschuldige, Füchschen. Gefunden hat er mich noch nicht. Säureanfällig. Sollte ich vielleicht Säurepfeile benutzen? Mach mal Platz von dem anderen hier. Schön, dass sie ineinander stehen. Ja. Brauche Ja, natürlich. Jetzt macht sie 3 Angriffe. Irgendwie. Was zum Geier? Ich sollte alles plündern und die Panzerung Larins Crew überlassen. Nimm mir erstmal alles mit. Reiche Beute für mich. Na gut, Stein muss ich jetzt nicht aufheben, aber von denen würde ich gerne noch ein paar mitnehmen. Okay, okay. Ein paar Gesundheitstränke, warum nicht? Ah, so haben die das gemacht. Ich verstehe. Diese Lümmel. Lol.
Irgendwann brauche ich die. Das stimmt. Hoffe ich. Interessant. Gut, warte mal, gibt's hier, ist auch ein Lager, hier ist auch ein Lagerfeuer. Jo, kann man mal machen, ne? Muss ich nur gucken, ob ich da irgendwie schnell reisen kann. Ja. Will ich mal dahin. Darf die Uhrzeit nicht vergessen, es ist immer noch morgens. Ja, es ist 5 Uhr. Mach die Party ja nicht so lange. Du bist zurück? Ja. Ich habe den Panzerwanderer erledigt. Panda, Rendur, es gibt Arbeit. Und hier ist dein Lohn, vertragsgemäß. Damit kann ich eine großartige Rüstung bauen. Aber? Tja, ich glaube, die Rüstung aus diesen Bauteilen wird gut. Aber mit ein paar Änderungen könnte sie noch viel besser werden, wenn du noch ein paar Verträge mit mir abschließen würdest. Was meinst du? Erzähl mir mehr von diesen Verträgen. Also folgendes. Plündererkiefer sind stark. Ich könnte die Rüstung damit verbessern. Wir haben hier in der Nähe ein paar gesehen. Wären perfekt geeignet. Ich kann mir den Vertrag ja mal ansehen. Fantastisch. Was brauchst du sonst noch für die Rüstung? Alarmantennen. Stark, biegsam. Damit könnte ich die Rüstung flexibler machen. Wir haben schon eine Wühlerherde ausgewählt. Ich lese mir den Vertrag durch. Mal sehen, was ich tun kann. Dann viel Glück. Ich kann handeln. Das ist zwar schön, aber... Ich verstehe nicht, was das Herz zu bedeuten hat. Nee, von den Vertreten habe ich eigentlich genug. Kann ich dem denn eigentlich verkaufen? Super. Nicht viel, aber immerhin. Sehr schön. Ich verstehe nicht, was ich es... Einer der anderen Trupps soll weiter im Westen einen Rollrücken jagen. So, okay. Das kriegen wir alles hin. Stürmerposition. Ja, das ist eine Menge, ne? Also, sind halt auch relativ. Kriegsbogen, Kriegerbogen-Upgrade. Habe ich das nicht schon? Hauptquest, 1000 Schritte, Schatten der Vergangenheit, Dornrücken, hier. Machen wir hier weiter. Ich würde aber sagen, für heute schickt das. Ich sollte mir diese Verträge bei Gelegenheit... Ja, ist doch gut. ...durchlesen, sehen, worauf ich mich... So, wo haben wir es denn? Hier. Hier müssten die Verträge doch irgendwo sein. So, Empfänger, Jäger, Zeug sammeln, alles wird gut gehen, hier auch. Ja, schön. Das kriegen wir hin. Die Frage ist nur... Vielleicht hält Regala hier ihre Maschinen. Ich muss seinen Weg da reinfinden. Ein Scan des Gebiets würde mir zeigen, was mich erwartet. So könnte ich Rebellen oder Maschinen im Fokus markieren und im Auge behalten. Ja, ich weiß. Ich kenne das. Erstmal alle markieren. Das war's? So viel ist es jetzt nicht zwingend, muss ich gestehen.
Kleines Lager für Wertgegenstände, aber es geht eigentlich. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich erstens da rein und zweitens kann ich mich einfach durchboxen und oder muss ich da... Ich komme bestimmt hier durch. Da muss ich hier runter. Für den nächsten Kampf. Erstmal gucken, ob ich im Inventar irgendwelche Outfits machen kann. Nora Jägerin, Eindringling, Krieg. Warte mal. Maskschneider für die lautlose Jagd, Gesalbte. Sie wurde verändert, nachdem sie Energiequelle verloren hat, um im Fernkampf effektiver zu sein. Nee, ich bleib eigentlich hier erstmal bei der Jägerin. Die Frage ist jetzt nur... Erstens, wie komme ich, also beziehungsweise ich komme hier, komme ich glaube ich rein. Die Frage ist nur. Okay, bin drin. Ich muss hier erstmal aufräumen, bevor ich mich umsehen kann. Ja, ich weiß. Sie ist schwach gegen Schock. Was? Ich will nicht sagen, das Spiel hat Bugs, aber... Ich glaube, das mit dem Stillen klappt nicht so ganz. Blöd zum Kacken, oder? Oh, komm schon. Na gut, vielleicht kriege ich dann eine bessere Chance. Wäre doch der letzte. Tina fragt das jetzt mal nicht. Oder habe ich schon verschissen? Ich könnte Schockmunition gegen diese Maschine einsetzen. Wo haben wir denn noch jemanden? Ich weiß, dass wir erst aufräumen muss. Die Frage ist jetzt nur... Machen erstmal alles voll hier. Es ist ja. Kannst du ja nicht mit ansehen. Kann man nur so unvorbereitet. Irgendwo reingehen. Okay, hier komme ich rein. Frage ist nur, wo komme ich denn sonst noch rein? Aber eigentlich. Brauche ich da nicht viel. Wie Baum im Sto. Oh. Was war das? Ich schau lieber mal nach.
Ah, der alte Baum ist ja nicht umgestürzt. Kann zwar nichts sagen, aber... Hinüber ist hinüber, ne? So, und das Horn will ich ran. Der hat gesessen. Ich habe irgendwie gefühlt, das Spiel ist so ein bisschen langsamer als der Vorgänger. Bin mir nicht ganz sicher, warum. Du bist ja schade. Alles ein bisschen interessant. Aber das kriegen wir hin. Die Frage ist jetzt nur... Wie kriege ich denn... Der hier. Gut, den müsste ich dann eigentlich so kriegen. Jawohl. Und trotzdem, es fühlt sich alles so viel langsamer an. Ich glaube nicht, dass es an der Hardware liegt. Ja, Qualität geht eigentlich in dem Spiel, würde ich sagen. Aber das Problem ist, irgendwie ist mein... Dingsbums-Buggy. Ja, viel Damage mache ich damit jetzt nicht, ne? Schock brauche ich gegen die Maschinen eigentlich nicht. Damage mache ich genug. Die Frage ist jetzt nur, wie kriege ich den da weg? Super. Das lief doch schon mal ziemlich gut. So, da sind noch ein paar. Aber hier komme ich eigentlich gut ran. Ich verstehe immer noch nicht, was das hier zu bedeuten hat. Dieses markierte. Der bewegt sich, aber bewegt er sich auch hierher? Oder einfach mal einen ordentlichen, fetten Pfeil. Gut. Super. Nee, es lief eigentlich soweit ganz gut. Ich konnte da nicht meckern. Och, komm schon. Typ da oben darf mich nicht. Typ, das, S. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Darf mich da oben nicht erwischen. Dann kann ich den nämlich auch schön... Dann läuft es nämlich genauso, wie ich das gerne hätte. Und zwar leise. Warte mal, ich hab das doch irgendwie... Ich kann's einfach nicht. Wie kann ich das denn jetzt?
Ja, das kannst du vergessen. Warum habe ich das denn markiert? Und wie kann ich die Markierung loswerden? Das mit diesem Herzchen ist halt auch schon ein bisschen ärgerlich. Weil mich das irgendwie so ein bisschen abfuckt. Ja. Und schön, dass ich alles im Vorrat habe. Meine ist nur einer. Jawohl. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Nur noch eine Zugbrücke. So. Das wird der Dame durchaus nicht gefallen. Das war eine Hälfte der Brücke. Dann lasse ich die andere herunter. Das kriegen wir schon hin. Da müssen wir wahrscheinlich darüber. Och, komm schon. Hilft mir mein Fokus, wenn ich die Brücke scanne. Ich weiß, wo lang du musst, aber dazu. Jetzt schön gleiten. Ja, oder halt so. Ich will nicht gleiten, ich will nach oben. Wenn es nicht so unsichtbar wäre, dann würde ich. Dann würde ich das ja ganz gerne ausschalten, um dieses Leuchtende halt wegzusetzen. Aber das ist halt. Ohne siehst du es halt kaum, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Also es gibt so ein paar Designentscheidungen, die ich echt hinterfrage bei dem Spiel. Frage ist jetzt eher. Eine Art Probe. Was ist hier passiert? Zuerst müssen die Maschinen weg, dann kann ich mich umsehen. Ja, aber hier gibt's auch Blauglanz. Den hätte ich gern. So. Ich würde aber sagen, das machen wir beim nächsten Part. Da mache ich mich gerade noch weiter, obwohl es eigentlich der letzte Part sein sollte heute. Na, ist egal, ich habe noch Zeit. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.